Also, yes. Die Frau ganz hinten, yes. Kannst du stehen. As we were worship, no. When they were reading the testimony, als das Zeugnis gelesen wurde, I was sitting very close to you. Da saß ich bei dir in der Nähe. And then the Lord showed me in the realms of the spirit. Der Herr zeigte mir im geistlichen Raum, how you were stepping forward. Wie du nach vorne gehst. And it looks like every step you make. Und es sah so aus, dass jeden Schritt, den du tust, you were stepping into a mud. Da bist du wie in Schlamm getreten. You are stepping into a mud. Du bist in Schlamm and then getreten. I asked the Lord, what does that signify? Und ich habe den Herrn gefragt, was bedeutet denn das? And the Lord says, der Herr sagte, that every step you have been making since you were a child, jeden Schritt, den du gemacht hast, seit du Kind bist, the enemy always want to attack, der Feind wollte immer das angreifen, the, your future, deine Zukunft, and your decisions, deine Entscheidungen and your angreifen, steps, deine Schritte, because of what God has deposited in you. Wegen dem, was Gott in dich hineingelegt hat. And then I was sitting there, God said, intercede for her, pray for her. Und als ich da saß, sagte der Herr, leiste für sie Fürbitte. And I was praying for you. Ich habe gebetet für dich. And then I see how the Holy Ghost, und ich sah den Heiligen Geist, came and lifted you up. Er kam und erhob dich plötzlich. And then what I saw on your feet, was ich sah auf deinen Füßen, was not the shoe you are wearing now. Das waren nicht die Schuhe, die du gerade anhast. I saw a white shoe. Ich sah weiße Schuhe. But it was as heely as the one you are wearing now. Aber die waren genauso hoch wie die du gerade. So and then I asked God, what is that? Und dann fragte ich Gott, was bedeutet das? And then God says, Gott sagte, I'm gonna lift her up, ich werde sie erheben, and there's gonna be a celebration in her life. Und da wird eine Feier stattfinden in and ihrem I Leben. I have put a new shoe on her feet. Neue Schuhe habe ich ihr angezogen. And from today forward, von heute an, Satan can never mislead her again. Kann Satan sie nicht mehr irreführen. Say the Lord of hosts. Sagt der Herr der Herrscher. Say the Lord of hosts. Sagt der Herr. I saw God. Ich sah Gott. Bringing you to the altar, wie er dich zum Altar bringt, like almost a marriage ceremony. Das ist fast wie eine Ehezeremonie, like a marriage, you know, when somebody is going for wedding, so wie eine Hochzeitszeremonie. So I saw God bringing you to the altar. Und ich sah, wie Gott dich zum Altar bringt. So I asked God, und ich fragte Gott, what is it? Was ist das? And God says, Gott sagt, from now forward, von jetzt an, she will never struggle, wird sie nicht mehr straucheln, with a man problem anymore, mit Männerproblemen, because I'm putting a new veil, weil ich werde einen neuen Schleier upon her life, auf ihr Leben and from legen, now forward, von jetzt an, men in her life, Männer in ihrem Leben is gonna love her, werden sie lieben for who she is, für wer sie ist. And I'm sending her, ich sende ihr a destiny helper, einen Bestimmungshelfer, say the Lord, sagt der Herr. Now, after service, nach dem Gottesdienst, please come and see me, dann komm bitte zu because mir, the Lord said, weil der Herr sagt, I should minister the water we have been praying over, ich soll dir mit dem Wasser dienen, über das wir gebetet haben, I should minister it to you, ich soll mit dem dienen, because a lot is going to change concerning your relationship, weil ganz viel wird sich verändern in deinem Beziehungsbereich. Can we celebrate Jesus? Können wir Jesus feiern? The Bible says in 1 Thessalonians chapter 5 verse 20. Die Bibel sagt im 1. Thessalonicher 5 Vers 20. It says, do not despise prophecies. Weissagung verachtet nicht. Do not despise prophecies. Weissagung verachtet nicht. Now, do you know that many church people despise prophecies? Wisst ihr, dass viele Gemeindeleute Weissagung tatsächlich verachten? Do you remember what I taught you on Friday? Wisst ihr, was ich am Freitag gelehrt habe noch? When people don't understand something, they criticize it. Wenn Leute etwas nicht verstehen, tun sie es automatisch erstmal kritisch. Yeah. Anything I teach you here is in the Bible. I don't talk off head. I preach from the Bible. I teach from the Bible. I quote from the Bible. I'm a Bible student. Alles, was ich hier lehre, das lehre ich aus der Bibel. Ich habe es gelesen in der Bibel. Ich studiere die Bibel. Ich bin ein Bibelstudent. Yeah, and that's why many a times when we say things, I'm very confident of what I say. Because I'm not just saying it out of flesh. I'm saying it because I read it in the Bible. Und deswegen bin ich oftmals eben so extrem selbstbewusst in dem, was ich sage, weil das, was ich gesagt habe, nicht irgendwoher aus mir selbst kommt, sondern weil ich es in der Bibel gelesen habe. Give us the amplify of that translation. Give us the amplify. Now, this is what I want to say, because I want us to pray soon. Wir wollen eine etwas ausführlichere englische Übersetzung nehmen, und das ist, was ich sagen möchte, bevor before wir beten. I preach the word. Bevor ich das Wort predige. So, look at what it says. It says, do not reject gifts of prophecy or prophecies. Lehne nicht ab oder verachte nicht die Gabe der Prophetie, die Gaben, also es ist Plural, der Prophetie. Spoken revelations word oder der of instruction and exhortation or warning.
oder der Prophetien, das sind gesprochene Offenbarungen, Worte der Anweisung oder der Belehrung oder Warnung. Are you hearing me now? Hört ihr mich jetzt? Listen to me. If you don't learn anything, at least learn to read your Bible. Wenn du nichts lernst, dann lerne wenigstens deine Bibel zu lesen. Amen. Amen. Just stay with your Bible. Dann bleibe einfach mit deiner Bibel. Don't stay with somebody's philosophy, somebody's feeling, somebody's mood. Don't stay with that. Stay with the Word of God. Bleibe doch nicht mit jemandes Philosophie, mit jemandes Laune, mit jemandes Idee, sondern bleibe mit dem Wort. Amen. Amen. One thing is for a man to tell you don't reject something, but another thing is for God to tell you don't reject something. Das eine ist, wenn ein Mensch dir sagt, lehne das nicht ab. Aber was ist mit Gott, wenn Gott dir sagt, lehne das nicht ab? Listen, the Lord told me. Der Herr sagte mir. He said, John. Er sagte, John. I made you an apostle so that you put order in the church. Ich habe dich zum Apostel gemacht, damit du Ordnung reinbringst in die Gemeinden. You cannot tolerate everything. Du kannst nicht alles tolerieren. Anyone that is not with you is against you. Let them go. Jeder, der nicht für dich ist, ist gegen dich. Lass sie gehen. Focus on the one that is with you. Fokussiere dich auf diejenigen, die mit dir sind. One with God is majority. Mit Gott hat die Mehrheit. So even if you have one person with you, you are majority because God is with you. Also wenn du nur eine Person mit dir hast, hast du immer noch die Mehrheit, weil Gott mit dir ist. Somebody say amen. Sag jemand amen. So all of you that are watching us on the internet and people have been deceiving you, all of you that are here, people have been deceiving you and telling you don't go to that prophetic school of ministry, don't register for prophecy, don't go and receive prophecy, it doesn't exist, they are the one that doesn't exist. Oh, I just say the way it is. Also all diejenigen, die gerade online zuschauen oder die ihr hier seid, wo Leute euch erzählt haben, meldet euch nicht an für die Schule, die prophetische Schule des Dienstes, glaubt nicht daran, an diese prophetischen Worte, die euch versprochen werden und so weiter, das existiert alles nicht, glaubet diesen Personen nicht, weil sie existieren nicht. Do you know why? Weißt du warum? Do you want the scripture? Möchtest du die Schriftstelle the dafür? Scripture says, die Schriftstelle sagt, let God be truth and let all man be liars. Lass Gott die Wahrheit sein und lass alle Menschen zu Lügnern werden. So God is saying, Gott sagt, if there is anything you will believe, wenn es irgendetwas gibt, was du glauben solltest, believe the word of God. Glaube dem Wort Gottes. Believe the word of God. Glaube dem Wort Gottes. So I want to encourage you. So möchte ich dich ermutigen. This coming prophetic school of ministry, in der kommenden prophetischen Schule des Dienstes, we are not just doing it because we don't know what to do. Da machen wir das nicht einfach nur, weil uns nichts Besseres anderes eingefallen ist. We are doing it. Wir tun das. Because it is biblical. Es ist biblisch. It is the will of God. Es ist der Wille Gottes. Is what God wants for his church. Das ist, was Gott für seine Gemeinde möchte. For this end time. Für diese Endzeit. And we believe, wir glauben with all our heart, von ganzem Herzen, the prophetic ministry, dass der prophetische Dienst is the last ministry, der letzte Dienst that ist, will be ushered, der before the second coming of our Lord Jesus eingeführt Christ. Wird und gefördert wird vor dem zweiten Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Halleluja. Halleluja. So if you are doing prophetic ministry, you are preparing yourself for the second coming of our Lord Jesus Christ. Wenn du also aktiv bist im prophetischen Dienst, dann bereitest du dich selbst vor auf das Kommen, das zweite Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Therefore, in the next few minutes, und deswegen in den nächsten paar Minuten, we're gonna be praying, werden wir beten for the coming prophetic school of ministry, für die kommende prophetische Schule. And I want to encourage you, ich möchte euch ermutigen, if you have not yet registered for it, wenn du dich noch nicht angemeldet hast, if you can do it, wenn du das noch if tun you kannst, have the money, wenn du das Geld hast, please, bitte, don't let any wrong teaching lass keine falsche Lehre deceive you. Dich täuschen. We are in God's timetable. Denn wir sind mitten in Gottes Zeitplan. And that's why, und deswegen, tomorrow Monday, morgen Montag, at 7 p.m., 19 Uhr, I will continue to train everyone that have already registered for the prophetic school of ministry. Werde ich weiterhin all diejenigen trainieren, die bereits sich angemeldet haben für die prophetische Schule. Via Zoom. Über Zoom. So I encourage you. So ermutige ich if euch. If you register today, wenn du dich heute anmeldest, make sure, stell sicher, you ask the office to send you the Zoom link. Dann stelle sicher, dass du diesen Zoom-Link bekommst. So that at 7 p.m. von unserem Büro, so dass um 19 Uhr 8 p.m. bis 20 Uhr you can join us, du dabei sein so that kannst. You continue to hear damit du weiter what is happening in the spiritual atmosphere and how the Lord is preparing us for this season.
hören kannst, was passiert in der geistlichen Atmosphäre und dass du vorbereitet sein kannst für das, was der Herr tut in dieser Zeit. We are living in a time and season, wir leben in einer Zeit, that the spiritual, wo das Geistliche is governing the natural. Das Natürliche beherrscht. And I was showing them last Monday, just a tip, I will not tell you everything I tell them last Monday, but last Monday I was showing them, nur ein kleiner Teil von dem, was am letzten Montag gesagt worden ist, in the 1 hour training session on Zoom, in dieser einstündigen Trainingszeit, that the last battle, dass der letzte Kampf, we will face with the Antichrist is not a political battle. Vor dem wir stehen mit dem Antichristen ist kein politischer Kampf. It's not economical battle. Es ist kein wirtschaftlicher Kampf. But it's a spiritual battle. Sondern es ist ein geistlicher Kampf. According to Revelation 13. Gemäß Offenbarung 13. Because he told us, weil er hat uns gesagt, two beasts are gonna arise. Es sind zwei Biester, that represent Antichrist, die den Antichristen repräsentieren. And one will arise from the sea. Und einer wird aus dem Meer aufsteigen. And the other one will arise from the earth. Und der andere wird aus der Erde steigen. And they will join together. Und sie werden dann kämpfen. And to cause the whole world. Sie werden sich vereinen und werden die ganze Welt to worship. Dazu bewegen, dass sie anbeten. The beast. Das Biest. And let me tell you, und lass mich dir sagen, if you are ignorant of the prophetic, wenn du das Prophetische, den prophetischen Dienst ignorierst, you will follow the wrong spirit. Wirst du automatisch dem falschen Geist folgen. Because at that time, weil zu jener Zeit the beast will profess, or the Antichrist will profess himself as a prophet. Weil der Antichrist wird dann sich selbst als Prophet ausrufen lassen. And the Bible says, und die Bibel sagt, he will do signs and wonders. Er wird Zeichen und Wunder tun. Signs and wonders. Er wird Zeichen und Wunder tun. So some of you that always running after signs and wonders, you want somebody to massage your emotion and your spirit, you will fall a victim because you are spiritually blind. Also auch die, die die ganze Zeit nur nach Zeichen und Wundern hungern, und ihr werdet da einfach dann dem nachlaufen, weil ihr geistlich blind geworden seid. So tomorrow I will continue deeper that teaching in our 1 hour. I will continue to show them in our discussion how we can prepare so that we can identify the plan and the purpose of the spirit of Antichrist when he arrives in our world. It is not your corona vaccine. It is not all what is happening now. Antichrist have not yet hit the world. When he hit the world, everybody will know. Und morgen werde ich eben genau darauf eingehen und werden uns vorbereiten, genau dafür, weil der Antichrist oder genau das, was ihr alle vermutet, dass das irgendwie jetzt in der Impfung sei oder in Corona oder was jetzt gerade passiert, das ist alles falsch. Der Antichrist hat sich noch nicht gezeigt in der Welt. Wenn er sich dann gezeigt hat, wir werden es alle wissen. Yeah. You will know, du wirst because es it's wissen. A spiritual battle. Und es wird zu identifizieren sein, weil es ist ein geistlicher Kampf. And the Antichrist himself will proclaim himself to be a prophet, and he will begin to do miracle. It will be a religious war. Und es, der Antichrist, der wird sich offenbaren. Es wird ein religiöser Kampf sein. Er wird Zeichen und Wunder tun. Yeah, that's what the Bible teaches. It said that in the last day, the false prophet will arise, and Antichrist is going to be the highest false prophet one ever seen, and he will preach against the Christ that we know. He will talk against the Christ. He will use the teaching of grace. He will use the teaching of grace to confuse you, and he will deceive you out of the kingdom. Und der Antichrist, der wird kommen und wird genau sich eben selbst als Prophet darstellen und wird sicherstellen, dass der Jesus, den du kennst, so wie ihr das Wort kennt, wird er es alles verdrehen und umkehren und wird stattdessen mit einer Art Gnadenbotschaft kommen und euch alle verwirren. He will use the teaching of grace, er wird die Gnadenbotschaft nehmen, to confuse you, euch zu verwirren. And that's why we must be careful. Und genau darum sollten wir vorsichtig sein. The teaching of grace that is going around the world and Europe, we must be careful. Because this is the channel Antichrist is going to use. Weil die Gnadenbotschaft, die hier herumgeht, die in Europa herumgeht, genau da sollten wir so achtsam sein, weil das ist der Kanal, wo der Antichrist sich eben Feuer fangen kann. Do you know why? Because human being by nature are selfish. Weil die Menschen von Natur aus sind selbstsüchtig. We are selfish. Wir sind so selbstsüchtig. He will tell us what we want to hear. Er wird uns sagen, was wir hören wollen. And he will manipulate our emotion. Er wird unsere Emotionen manipulieren. And there we will fall a victim. Und da werden wir zum Opfer.
Somebody say minus me. Sag mal jemand, ich aber nicht. Clap your hands, say minus me. Sag ich aber nicht. Somebody say minus Klatsch me. Klatsch deine Hände, sag ich aber nicht. Say I'm covered. Sag ich bin abgedeckt. By the blood. Beschützt durch das Blut. Hallelujah. Hallelujah. You are exempt. That's why God sent John Sego to Switzerland in such a time as this. Genau deswegen hat Gott John Sego in die Schweiz geschickt, genau in dieser Zeit. Amen. Yeah, because God knows beforehand that this season is coming. That's why he said, I must send somebody that is fearless, somebody that is not wanting anything from the people, and he doesn't want their crowd. He wants just to let them know the truth, and I will send him to go and pave the way. By the way, can I tell you, my name is John. I've come to make a way. Und genau dafür hat Gott mich gerufen. Er hat jemanden gesucht, der furchtlos ist, jemand, der keine Angst hat, den Leuten die Wahrheit zu sagen, jemand, der den Weg bereitet und nebenbei gesagt, wie ist mein Name? Mein Name ist John, mein Name ist Johannes. Ich bin gekommen, den Weg zu bereiten. Halleluja! Halleluja! Do you know about the John the Baptist? Their assignment is to make a way. I have come to make a way. That's why I carry prophetic grace on my life. Is to make a way, because I know that Jesus is coming back. Johannes der Täufer, er ist gekommen, um den Weg zu bereiten. Und so ist es auch bei mir. Gott hat mich geschickt, um den Weg zu bereiten für das nächste Kommen Jesu. Now let me tell you the last truth before we pray. Und lass mich die Wahrheit erzählen, bevor you need ich dann, to know about what we are just saying now. Bevor, die ihr wissen sollt, bevor wir dann. Listen ja. carefully to me. Hört mir gut zu. Listen carefully to hört mir gut zu. You know, many a time people says. Oftmals sagen die Leute, if truly, wenn ihr wahrlich, God, wenn er wirklich Gott predigt, if truly, wenn wirklich that person is talking about God, diese Person über Gott spricht, we want to see dann wollen wir a sehen, lot of people go in there. Dass viele Leute da auch hingehen. Das ist ja wohl die falscheste Lehre, die man je gehört hat in der Welt. Do you know that when Jesus moved from primary teaching, when he moved from the primary teaching, come to me, all ye that are heavy laden. Heavy, that are what? Burden and heavy laden. The primary teaching, when Jesus moved to the secondary teaching, and then he began to tell them, you will eat the flesh of my flesh and drink the blood of my blood. If you don't do it, you cannot come into the kingdom. Do you know what the Bible says? All his congregation left. It was only 12 people left. Und wisst ihr nicht, dass Jesus, als er von der grundlegenden, fundamentalen Lehre ging, von kommet her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, er dann ging zur nächsten Ebene und gesagt hat, ihr werdet essen, Fleisch essen von meinem Fleisch und Blut trinken von meinem Blut, dann ist die ganze Masse gegangen und was zurückblieb, waren die 12. Do you know why? Weißt du warum? Because what Jesus was teaching about is covenant. Was Jesus gelehrt hat, war Bund. He started teaching covenant. Er hat den Bund gelehrt. And he says, und er sagt, you want to follow me, wenn du mir folgen möchtest, end, bis zum then Ende, you have to be connected and be one with me. Dann musst du verbunden sein und eins sein mit you mir. You have the flesh of my flesh. Du wirst das Fleisch von meinem the Fleisch blood haben. Of my blood. Das Blut von meinem you will Blut. Face the same suffering and pain. Dasselbe Leiden, dieselben Schmerzen wirst du erleiden, durch die ich gegangen bin. Aber trotzdem, unser Vater wird dir Sieg schenken. Am Ende, er wird siegreich sein. Wenn du er anfing, so zu predigen, da sagt die Bibel, er hat angefangen, Gemeindemitglieder zu verlieren. Er hat so viele Mitglieder verloren, dass da 12 übrig blieben. Und er hat sie gefragt, do you also want to leave me? Wollt ihr mich auch verlassen? And do you know the answer? Und was war ihre Antwort? Where can we go? Wo sollen wir hin? We don't have anywhere to go. Wir haben nirgendwo hin you zu gehen. Have the word du of eternal life. Hast das Wort des ewigen Lebens. So we are not looking about it for now, but we are also looking for eternity. Wir schauen nicht nur das Jetzt an, wir schauen auch in das Ewige an. And they say, you have the word. Und sie sagten, du hast doch das eternal Wort life. Für das ewige Leben. And to prove that, um das zu beweisen, when Jesus ascended, als Jesus aufstieg, all his disciples, seine ganzen Jünger, die on duty.
Sie sind alle in dem sie ihre Pflicht ausgeführt haben. Bei der Arbeit sind sie gestorben. They all died serving God. Sie sind im Dienen gestorben. They all died preaching the gospel. Sie sind gestorben, als sie das Evangelium gepredigt haben. Some of them were stoned to death. Manche wurden zu Tode gesteinigt. Some of them were burned to death. Manche wurden verbrannt. Some of them were crucified. Manche wurden gekreuzigt And zu Tode. Do you know what? Und weißt du was? When somebody die on duty, wenn jemand bei der Arbeit stirbt, in a nation, in einer Nation, when you die as a soldier on duty, wenn du als Soldat im Dienst stirbst, you are a hero, bist du ein Held. And you receive a hero welcome. Und dann wirst du auch ein Helden willkommen bekommen. So you can imagine, also kannst du dir the vorstellen, kind of welcome, die Art von Willkommen, that was waiting for all the disciples, die, all the apostles, die dann auf all die Jünger und später Apostel dann gewartet hat. Glory! Herrlichkeit! It was a glorious welcome. Es war ein herrliches Willkommen. I know this kind of teaching, it doesn't enter very well because you came here to be spiritually massaged. Und ich weiß, diese Art von Lehre, die geht nicht so runter wie Honig. Du bist hierher gekommen, um geistliche Massage und ein bisschen Umarmung zu bekommen. You are growing from glory to glory. Aber du wächst von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Halleluja! Halleluja! This is spiritual growth. Das ist geistliches Wachstum. From baby milk to maturity. Babymilch zu Reife. Somebody say amen.